Wir hatten ein deutsches Büro. Das hat in erster Zeit war es in schlechtem Ruf, dann ging dieser Mann weg, dann war es in gutem Ruf. Das hat also ein Großhändler war das, ein ganz sympathischer Mann, der war der Leiter, und ein Optant, also ein Deutscher, der für Polen optiert hatte, der war der Verbindungsmann zwischen den Deutschen und der polnischen Verwaltung. Und man hatte die Stadt, die Deutschen untereinander, die Stadt aufgeteilt nach dem Parteiprinzip in Vertrauensmannbezirke und Obmannbezirke. Und wir haben also, ich war erst Vertrauensmann, dann Obmann und dann Obmann von den großen Bezirk. Wir bekamen von den Polen die Meldung, sie brauchen so und so viele Leute da und da zum Arbeiten. Dann hat das deutsche Büro die Leute gesucht, dann wurden die wenigstens nicht auf der Straße weggeschnappt, nicht wahr? Und wenn Evakuierung war, dann bekamen wir die Listen mit den Leuten, die rausgeschmissen wurden, und konnten diese Leute benachrichtigen. Und ich bin dann mit der polnischen Kommission, die dann kam, um die Leute rauszuschmeißen, bin ich dann mitgelaufen und habe also probiert, da irgendwelche Herden auszugleichen, ja. Ich war viel zu jung, mich hat das alles viel zu sehr mitgenommen, nicht? Die haben dann auch die Polen verlangt, dass ich mit ins Lager gehe und die Leute damit abliefe. Und wir Obleute, wir hatten besondere Armbinden, die hatten dann rote Streifen und sowas, ja. Und wir durften auch durch den Zoll mitgehen. Fragen Sie mich nicht, was ich da alles durchgebracht habe. Für die Leute. Aber wir wurden auch leibesvisitiert, wie alle anderen. Nicht? Also alles immer kontrolliert? Alles, nicht? Es gab anständige Zöllner und es gab unanständige, ja? Um das ganz klar zu sagen. Können Sie vielleicht das kurz nur beschreiben, wie so eine Kontrolle ausgesehen hat? Die Leute kamen mit ihrem Gepäck, was sie also hatten, Kisten oder Rucksäcke oder mehr oder weniger, sie durften ja nicht viel mitnehmen, aber jeder hat mehr mitgenommen, nicht wahr? Mussten durch eine Baracke, und da war ein Tisch, und hinter dem Tisch war der Zöllner und so viele Leute von der OB, und also von der Geheimpolizei und vom Polizei, die standen da, und dann sagte der Zöllner, also bitte das Gepäckstück hergeben. Dann musste der das auf den Tisch legen. Und dann wurde das aufgemacht und alles rausgerissen. Und was denen gefiel, egal ob von dem OB oder von dem Polizei oder vom Zoll, das nahmen sie sich eben, nicht? Und was dann noch übrig blieb, das konnten die wieder mitnehmen, nicht wahr? So ging die Zollkontrolle. Und dann kamen sie und nahmen die Frau oder den Mann zur Leibesvisitation. Und dann durften sie einen Zug. Ich kann Ihnen nur eins erzählen, wir hatten einen wunderbaren Erzpriester, einen katholischen Priester, der von seinem eigenen polnischen Priester aus der Wohnung geschmissen und schwer misshandelt worden ist. Und ich kannte den, weil mein Vater ihn kannte. Und ich begegnete ihm am Zug, also nach der Kontrolle, da kam er auf mich zu und sagte, mein liebes Fräulein Bochnik, das war schlimmer als das höllische Fegefeuer. Den hat man bis auf die Haut kontrolliert. Einen katholischen Priester. Ja? Aber ich habe auch einen sehr netten Fall erlebt. Ich hatte also meine Schneiderin. Wir hatten eine Hausschneiderin zu Hause. Und der Mann war Tischler. Und die kamen also auch in Zoll. Und ich habe mich also um die gekümmert. Ich habe mich dann immer um meine Leute gekümmert, nicht wahr? Und da sagt der Zöllner, die Kiste wollte er sehen. Also der Mann stellt die Kiste auf den Tisch und da waren also so Stoffe drin und alles Zeug. Und plötzlich zieht er da neue Tischlerwerkzeuge raus. Alles auf die Seite. Und da bin ich zu dem Zöllner hingegangen und habe gesagt, hören Sie, der Mann braucht das. Das muss der haben. Und das war der nette Zöllner, der dann uns auch im Zoll hatte. Da hat der das genommen und mir hinterm Rücken gegeben. Und ich habe es hinter dem Rücken dem Mann wiedergegeben. Und der hat das kapiert und sofort weggeschafft. Und da hat er dem bis auf so drei Sachen, vier Sachen, die nicht so wichtig waren, hat er dem alles wiedergegeben. Das kam auch mal vor, ja.